Na, meine Lieben, was haben wir denn heute? Freitag, aber nee, den 13. Wir kommen bald in Pflegeheim, ich schwöre euch. Ihr zeigt eine Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen. Das tut so scheiße weh. Ich hatte die schon in den Schultern, überall, aber einen Ellenbogen habe ich die noch nie gehabt. Mir tut Kälte. Ich sitze mit Kälte. Wisst ihr, was ganz schlimm ist? Ich bewege mich gerade wie so ein Faultier. Mein Arm. Alles in Zeitlupe. Geht überhaupt? Ja, nee. Höher kriegen? Nee. Also musste der Gatte mir heute einen Zopp machen, bevor er los ist. Jede Frau, die sich schon mal von ihrem Mann hat die Haare machen lassen, weiß, was ich meine. Erstmal dann auf die verkehrte Seite gebracht. Aber ist mir wurscht. Ist mir vollkommen Bumpe. Wisst ihr, was ich am Sonntag geschafft habe? Ich gestehe, ich habe meine Mikrowelle kaputt gemacht. Meine pinke Mikrowelle. Und jetzt finde ich keine pinke. Da dachte ich mir, bei fast 6000 Abonnenten sollten noch ein paar bei sein, die vielleicht auch was finden im Internet. Ich habe schon hoch und runter gesucht. Ich finde bloß diese komische, die gibt es bei Real im Online-Store auch. So eine rosa, die kostet, glaube ich, fast ein Hunderter oder so. Ich hatte vorher eine mit Grill und so einen ganzen Schnickschnack und wisst ihr, brauche ich alles ja nicht. Brauche ich überhaupt ja nicht. Ich brauche das Ding dafür, um mein Körnerkissen mir zu erwärmen. Ja, und dann brauche ich sie, da ich ja viel koche und backe, mir mal, wisst ihr, nee, Butter flüssig zu machen oder mal ein bisschen Schokolade flüssig zu machen, die muss überhaupt nicht können. Also falls jemand einen Anbieter kennt, der pinke Mikrowellen, ich habe früher so viele pinke Mikrowellen, die gibt überhaupt keine mehr eh. Falls jemand einen Anbieter kennt, einen Link, postet mir den bitte. Sonst werde ich noch irre. Also wir sind ja erst dann los und haben eine stinknormale gekauft in Real. Die ist so hässlich, die ist matt schwarz. Ja, die hat auch wieder einen Grill drinne, wollte ich alles ja nicht. Ich will die nicht, ich will eine pinke wieder. Wie ist bei meinem Sohn im Porter, habe ich die gesehen, aber der hat gerade Urlaub. Eine Stunde dahin zu fahren, naja, haben sie keine. So, Kacke. Ich brauche die. Wisst ihr, wie ich die kaputt gekriegt habe? Habe ich dem Gartner ja nicht erzählt. Der hat mir eine Halterung oben an der Wand gemacht. Da steht die drauf. Nur wegen so klein kann ich da oben die Ruf kicken. Warum auch? Wenn sie abzuwischen war, musste er das machen. Und jetzt habe ich da oben so ein Holzbrett drauf gepackt gehabt, so ein Holzküchenbrett. Tja, und als er die gestern runtergeräumt hat, habe ich gesehen, da waren die ganzen Lüftungsschlitze. Ich habe die ganzen Lüftungsschlitze zugemacht mit meinem blöden Holzbrett. Die waren total braun schon alles. Weil als wir die Sonntag angemacht haben, da sagt er, was stinkt denn hier so? Was stinkt denn hier so? So, oh, die Mikrowelle macht die Mikrowelle aus. Hm, schön. Aber eigentlich war er dran schuld, weil die hat sie ja oben gestellt. Kann ich mir eine Schuhe schieben, soll er doch eine neue kaufen. Eine pinke. Das war kacke. Bei der jetzt habe ich gesehen, die Lüftungsschlitze auch oben, aber oben am Rand so lang. Und bei der waren die so komplett so zur Hälfte. Ich bin auch blond. Bin der Glum. Ich fuck mir doch die ganze Hütte ab, ey. Bloß weil ich nicht sehe, was da oben ist. Kommt halt vor, aber ich habe heute noch ein schönes Paket gekriegt von der Nike Mike, aber nachher erst auf. Weil ich das Paket nicht tragen kann. Muss ich warten. Kommt vielleicht morgen. Oder heute Nacht oder so. Die sind auch so verrückt weg. Die hat einen wunderschönen Jacken. Einen wunderschönen, nur weg einziehen. Hat sie schick alles gemacht. Ne? Ich glaube, die hat genauso einen Schaden wie ich. Mit der schreibe ich immer nachts, die pennt auch nachts, ne? Irgendwie ist das. Alle gleich wie. Die hab's sonst noch so auf YouTube. Hat noch schönes gesehen. Hat was schönes gesehen? Fragolina hat mal ein bisschen gestöbert. Ja, einige Kanäle haben sich dann selbst mal abgemeldet. Ist auch gut. Ich sag immer, für YouTube brauchst du auch einen Arsch in der Hose, wa? Gibt doch mal Idioten. Gibt doch mal Idioten, auch die kommentieren. Gibt doch mal Trolle und wie's ich was. Aber wenn ich eine große Fresse habe und dann, ich sag mal, andere Kanäle platt machen will, dann muss ich auch mal ein bisschen was einstecken können. Und die Backen zusammenkneifen, was wenn mal ein Kommentar kommt oder so. Damit muss ich halt leben. Müssen wir anderen ja auch. Aber ich sag mal, jemanden runterzumachen oder sonst, das ist ja leichter, als wie zu seinen Fehlern zu stehen, ne? Ich stehe ja zu dicken Dach schon ab. Macht alles viel leichter, könnt ihr glauben. So ein bisschen.
Oder die Mikrowellen abdecke. Ich krieg voll Hitze am Hals, ey. Ich hab das Gefühl, umso mehr ich abnehme, umso mehr Falten krieg überall. Ist ja auch schon ein bisschen eklig, wa? Krieg mal bloß auf, vor euch so hinsetzen. So, ihr Lieben. Ja, wie ihr sagt, wa? Pinke Mikrowelle. Prost hat mir einen Link dazu. Ganz viele. Auch meine Mädels bei uns aus der Gruppe in Facebook. Kreatives Basteln. Und der tägliche Wahnsinn. Da sind wir auch schon mittlerweile fast 4000 Leute. Ich werde mal sehen, wenn ich heute Abend noch, wenn ich noch Bock drauf habe, wenn ich mal die Themen für das nächste, für den nächsten Wettbewerb in der Gruppe rinballern. Und dann könnt ihr mal abstimmen, was wir für einen Wettbewerb machen, welche Thema. Und aus welchem Bereich und wie ihr Bock habt. Kriegen wir hin. Und danke an die Jungs vom Böse Buben Club für ihre liebe Mail heute noch. Da kommt da was. Wir sehen uns. Entweder heute Abend nochmal oder morgen Abend nochmal. Denkt dran, pinke Mikrowelle, die muss nichts können. Die muss nur schick aussehen. Nee. Ganz normal, 20 Liter Garraum. Ich hatte auch bei eBay überall schon gekickt. Ich habe auch auf eBay UK und überall schon gekickt, aber. Ja, da hatten sie welche mit 13 Liter Garum. Was sind das? Da krieg ich auch noch schön. Krieg ja nicht mal eine Tasse drin gestellt. Das ist kacke. 20 Liter Garum ist ja Standard. Das sollte das schon haben. Und einen An- und Ausknopf. Genießt das Wetter. Hier ist gerade mal Sonne. Morgen sollten die ganz so schön, aber dafür Sonntag 30 Grad. Ich glaube Montag auch. Und dann wieder Regen. Meine Gemüsebeete freuen sich. Meine Tomaten freuen sich ja nicht. Weil meine Tomaten sind irgendwie grün. Ich werde die nachher mit dem Apfel irgendwann, glaube ich, am Fensterbrett hinballern können, damit sie nachreifen. Aber ich glaube, dann haben sie nicht so einen schönen Geschmack. Aber ich kann es ohne erinnern. So, ich werde weiter kühlen und vor mir her winseln und wünsche euch alle einen wunderschönen Freitagnachmittag und ein wunderschönes Wochenende. Genießt es.